Bibi, was ist mit der Pfanne? Glaubst du, die putzt sich von alleine? Wer ist es diesmal? Er hat gesagt, dass er seine Frau nicht mehr versteht und da wollte ich helfen. Bibi, vielleicht solltest du in Zukunft mal unverheirateten Männern zur Hand gehen. Aber die Verheirateten sind immer so dankbar. Bibi, du bist eine engagierte Kraft in diesem Betrieb. Aber wenn du dein flexibles Engagement nur im privaten Raum entfaltest, dann gibt's Ärger, und zwar mit mir. Nicht mehr nötig. Teilen wir Ihnen mit, dass das Arbeitsverhältnis zum 1. des kommenden Monats fristlos gekündigt wird. Mit freundlichen Grüßen, Holger Klavitter, Restaurantleiter. Du hast doch gesagt, dass ich nett zu ihm sein soll. Bibi, ein für alle Mal. Nett ist nicht dasselbe wie Sex und schon gar nicht, wenn seiner Frau der Laden gehört, in dem du arbeitest. Aber er hat mir versprochen, dass wir nach Venezuela zu seinem Cousin auswandern, um ein Fischrestaurant aufzumachen. Und ich hätte eine Garderobe gestartet. An der Garderobe. Er wollte mich sogar am Umsatz beteiligen. Holger weiß noch nicht mal, wie man Umsatz schreibt. Und wieso ist er dann Restaurantleiter? Weil er im Gegensatz zu dir aufs richtige Pferd gesetzt hat. Du schau bitte bei den Schalen noch, ob die richtig sauber geworden sind. Der Geschirrspüler schafft das nicht immer. Ich muss jetzt los. Britta. Ja? Wenn ich in Zukunft einen Mann kennenlerne, weißt du, was ich dann mache? Was denn, Bibi? Ich frag ihn vorher, ob er verheiratet ist. Klasse, Bibi. Und weißt du was? Gleich nach dem Wochenende rede ich mit Holger. Ist das ein Angebot oder ist das ein Angebot? Aber seine Frau weiß doch eh schon Bescheid. Ja, aber sie weiß nicht, dass er auch was mit Bea hatte. Hallo? Hallo, Schatz? Ja, in einer halben Stunde. Hm? Diesmal pünktlich. Bis dann. Tschüss. Er hatte was mit Bea? Ich habe die beiden vor 2 Monaten im Kartoffelsilo erwischt. Und Holger kommt besser dabei weg, wenn er seine Frau überredet, dich zu behalten, als wenn er das andere auch noch beichten muss. Holger hatte was mit Bea. Mir hat er gesagt, er ist nur noch die Biene. Vielleicht sollte die Listen aushängen, damit er nicht so durcheinander kommt. Zerbrich dir nicht den Kopf. Ich muss jetzt los. Ich ruf sie an. Ich ruf sie an und dann werden wir sehen, wer fliegt. Wen rufst du an? Deine Frau. Und ich sag, dass du die Beine im Silo erwischt hast. Wenn du das machst, weißt du, was dann passiert? Dann fliege ich gleich hinterher, weil ich nichts gesagt habe. Hallo, Frau Klavitter. Hier spricht Bibi Berg. Bibi, ganz ich ruhig. Ich hatte 22 Mal Oralverkehr mit ihrem Mann. Ganz ruhig. Ja, lass was uns drüber reden. Was ich noch sagen wollte, ist, dass mir eben die Frau Schmidt gesagt Bibi, hat, dass auf. Er mit der Biene und mit der Bär Hör und auf. Allem Kartoffelsilo da am Rumbumsen ist. Schatz, bist du schon an der Abholstelle? Bei mir wird es etwas später werden. Hier muss noch eine Pfanne gespült werden. Bibi?